Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem Montagevideo. Heute mit einem Aluminiumvordach. Das ist das von Chartek Max 1200A-L. Das ist aber ähnlich. Es ist ähnlich für alle solcher Konstruktionen, weil die erfinden jetzt nicht sozusagen die Montage neu. Ne? Deshalb. Also, das gilt im Prinzip im Grunde für alle diese Geräte, okay? Was brauchen wir? Wir brauchen meistens zwei 13er Schlüssel, entweder ein Ratschelschlüssel und ein Nuss oder zwei Mausschlüssel mindestens. Dann wäre noch sinnvoll, einen Gummihammer zu haben. Und jetzt schauen wir uns an. Das hier ist unsere, in dem Fall Plexiglas oder es ist eine Kunststoffscheibe, es ist eine Kunststoffabdeckung. Das gibt es halt auch im Glas selber. Dann ist es ein bisschen schwerer, aber Fakt ist trotzdem, die Vorgehensweise ist ähnlich. Erstmal darum, es gibt unterschiedliche Lippen. Diese Lippen haben ein U-Profil. Schaut euch das an. Hier, da sieht man es jetzt ganz gut, ne? Da. So, da kommt nämlich dann unsere Konstruktion rein. Und die anderen sind auch so aufgebaut. Es gibt aber eine kleine und eine große. Die kleine kommt auf die Außenseite, sprich auf die Sichtseite. Die große kommt hinten dran, wo die Wand ist. Machen wir es erstmal ohne Gummis. Wir können diese Freundin demzufolge hier jetzt hinein sliden und die muss natürlich dann an der Seite gehalten werden. Dazu haben wir diese Parts, das sind die Haltefreunde, die das dann in Position halten. Diese Haltefreunde haben hier Aussparungen, wie ihr seht. Na, da siehst du das Loch. Und da seht ihr, es ist rund. Auf der anderen Seite ist es ja so halbrund. Gut, das heißt, da haben wir schon mal einen Unterschied. Ne? Denn auf der Rückseite, wo unsere Wand ist, haben wir ein halbrundes Profil, vorne haben wir ein ganz rundes. Das heißt, wir wissen ja schon mal, wie rum wir diese Teile positionieren sollen. Dann kommen die, wir stecken einmal hier rein, dann kommen die nämlich so dran, dass die ineinander gesteckt werden. Natürlich ist eine Aussparung dort schon gegeben, die uns nämlich dann das Einstecken ermöglichen. So sieht das dann aus. Hier ist die erste Einsteckung. So sieht es manches, ne? Okay. So kriegen wir die da rein. Und gleichzeitig können wir diesen Part dann auch hier noch mit verbinden. Das heißt, wir setzen das dann gleich hier mit ein. Und das Gleiche, was wir auf der einen Seite gemacht haben, machen wir auf der anderen Seite auch mit dem anderen Profil. So, das wird dann da reingesteckt. Das Ding würde dann hier dran sein, das kleine Vorderseite, das große Rückseite, an der Seite ist dann die Verknüpfung. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite natürlich genauso. Und dann kommt mit der, das ist die Halterung, die Aluminiumhalterung, die dann in die Wand gebohrt wird, mit den Ankern verankert werden in der Wand. Die haben dann ein U-Profil, welches nach innen, diesen L-Profil, weil welches sich nach innen bewegt und welches dann hier unten reinkommt. Das werden wir gleich noch verschrauben. So, damit das aber alles vernünftig zusammenhält, kommt da etwas zwischen. Und das sind die Gummidichtungen. Die Gummidichtungen sind wieder wie ein U zu sehen. Das heißt, wir haben hier Nippelchens. So, seht ihr die Nippelchens da rein? Ja, sieht man, ne? Und ich kann die so aufklappen. Da haben wir natürlich zwei kleine und zwei lange. Die kleinen kommen an die Seite, die langen kommen an die Langseite. So kriegen wir das Ding jetzt also fest. Und das werden wir jetzt mal praktizieren. Das heißt, ich nehme es nochmal kurz auseinander. Weil was wir ja jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen ja noch hier die Folie abnehmen. Denn egal bei Glas bzw. bei Kunststoff, egal, beide werden hier eine Glas Abdichtung oder so eine Folie drauf haben. Die Folie ist dafür da, um Schutz nochmal der Oberfläche zu gewährleisten. Diese müssen wir vor der Montage natürlich abnehmen, ansonsten würden wir sie ja mit einbauen. Wir merken uns jetzt, hier ist oben. Und ziehen das schön ab. Danach seid ihr richtig schnieke aufgeladen, das heißt, gleich werdet ihr euch bestimmt irgendwo elektrisch dann entladen.
Alternativ könnt ihr euch dann aber auch dort mal an die Erde eurer Steckdose begehen und dann sollte das dort auch funktionieren. So, jetzt haben wir es also nackelig. Weiterhin ist die obere Seite oben, die wir wollten. Nun setzen wir die Dichtfreunde. Erster Dichtfreund kommt an die Seite. Ein bisschen aufklappen, damit er passt. Zack, dran. Jetzt ziehen wir den einmal da durch. Schön dran fummeln. Also der hält gleich die Verbindung zwischen beiden Kumpels dann gut fest. Ein bisschen sehr kurz hier. Also machen wir ihn schön mittig hin. So, schön mittig hin platzieren. Wenn er halten will, dann kann er auch so bleiben. Oder wir müssen es machen, während wir den Rest installieren. Ich glaube, das machen wir auch besser, weil der in meinem Fall hält er jetzt nicht so knackig fest, sondern der fällt gerne wieder ab. Dann lassen wir es nämlich und machen den erst drauf, wenn wir gebraucht kriegen gleich. So, mal sehen, ob er jetzt will. Ja, aber jetzt müssten wir noch ein bisschen in die Mitte gehen. So, nochmal. Also wir lassen vorne und hinten Platz und friemeln hier das U-Profilchen dran. So, sehr schön. So, und das machen wir natürlich gleich auf der anderen Seite auch noch. Dann gehen wir hin und holen uns den längeren Kumpel, die längere Wurst, und packen diese längere Wurst an die längste Seite. So, die längere Wurst auch wieder ein bisschen aufklappen, dran setzen und dran fummeln. So. So. Schön bis zum Ende durchzwiebeln. Und den Überstand auf der anderen Seite, wenn welcher da sein sollte, werden wir gleich abschneiden. Und so kriegen wir jetzt erstmal alle Gummidichtungen hier drum gefriemelt und haben so das Grundsetup schon mal gebaut. Nun haben wir alle Dichtungen dran oder vorbereitet. Ne? Und jetzt holen wir uns eine Schere und schneiden auf der Seite, wo es was übersteht, diesen Part ab. Zack. Ihr könnt das auch mit dem Messer machen. So. Zack. Damit haben wir das schon mal jetzt auch vorbereitet. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir. Oben ist hier, Vorderseite war hier. Das heißt, nun setzen wir hier unser Profilchen an. Nochmal zum Verständnis. Vorne ist die runde Seite. Und die Seite kommt dann da vorne dran. Die Seitenseiten sind die dicken Klopper. Die Rückseite ist auch wieder ein etwas dickeres Konstrukt selber. Nun packen wir in die Folge den vorderen Bereich hinein. Ergo, die Weite ist so, dass oben der breitere Part ist. Nochmal hier zum Vergleich. Na, ihr seht, oben ist größer, unten ist etwas kürzer. Gut. Und dieses Teil kommt nun hier rein. Und das machen wir jetzt mit der Dichtung zusammen. Das heißt, wir setzen das hier an. So. Und hauen das jetzt dort in Position. Dazu benutzen wir einen Hammer. Der sollte nicht aus Metall sein. Und so schlagen wir jetzt, auch wenn die Seiten wieder abgehen, wie ihr seht, schlagen wir das jetzt dort hier drauf. So. Kriegen wir jetzt die Leiste nach und nach da drauf gesetzt. Immer kontrollieren, dass die Gummifreundin auch drauf bleibt und sich nicht wieder verdünnisiert. Wenn sie das tut, wieder neu positionieren und dann weiter drauf hämmern. Hier achtet darauf, dass ihr immer an der einen Seite anfangt. Und dann euch so zur anderen Seite aufmacht, dass es dort überall dann eine Verbindung gibt. Manchmal ist es ein bisschen fummelig, wie ihr merkt. Aber das ist auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Manche Hersteller geben euch dort natürlich dann eine Leiste an die Hand, die etwas montagefreundlicher ist. So, und wenn wir die dann draufgeschlagen haben, können wir mit der Weitermontage fortfahren. Und das wäre dann die Seite. Drauf damit, mit Seitenpower. So, wenn wir das auf der einen Seite, ich mache das mal weg, auf der einen Seite jetzt rangemacht haben, sprich, wirklich, ihr müsst so lange schlagen, bis ihr hier Kontakt habt. Ne? Bis es wirklich dahin geht. Und dann können wir auf die andere Seite übergehen und machen im Prinzip dort das Gleiche. So. Und werden jetzt auf der anderen Seite, sprich auf der Seite, welche zur Wand hingerichtet ist, werden wir hingehen und auch hier wieder den langen Part nach oben, den kurzen Part nach unten. Und hier gibt es natürlich noch eine Rückseite, die wir dort beachten müssen. Das heißt, das schlagen wir jetzt so da drauf. Genau das Gleiche, fangt rechts und links an, schlagt es fest, solange bis ihr Kontakt habt, bis die Leiste wirklich durch ist und die ganze, den ganzen Weg des Gummis benutzt hat. Dort gilt es dann auch wieder, wir setzen das Ding an, schlagen das rein und dort könntet ihr jetzt schon hingehen und eventuell die Glasplatte oder die Plexiglasplatte oder die Kunststoffglasplatte auf den Boden stellen. Und da habt ihr ein bisschen mehr Gewalt zum Reinhämmern. Auf geht's, weiter gehämmert. Also das ist nicht so geil, zumindest wenn es hier so gefertigt ist wie in diesem. So, nun haben wir vorne und hinten schon mal bereit gemacht. Und jetzt geht es weiter. Jetzt platzieren wir an der Seite uns mal wieder das Gummi, was durch das ganze Kloppen natürlich wieder abgegangen ist. Und jetzt kommt nämlich die Seite dran. Okay, so Gummi wieder. Gummi wieder drauf. Tja, das mit diesen Gummifriemeln ist schon nervig, muss man sagen. Und auch das Drauftreiben der Seitenteile ist nervig und auch gefährlich. Schneidet euch nicht, hackt euch nicht die Finger an, weil ihr werdet, so wie ich, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil es ist ja ein Aluminiumprofil hier an den Seiten. Das heißt, wenn da eure Fingerchen dazwischen ballern, dann ist das nicht gut. So, jetzt haben wir hier eine runde Seite und hier ist eine halbrunde Seite. Und jetzt platzieren wir dieses Teil an der Seite und setzen es nämlich dann ein. Und dafür ist nämlich der Gummi auch ein bisschen kürzer. Und der passt nämlich hier ganz gut in das Profil rein. So soll es gehen. Und jetzt drücken wir das dort hinein. Auch wieder mit der Hilfe gleich nutzen wir dort unseren Hammer wieder. Denn das ist auch wieder ein bisschen frickelig. Das heißt, dieses Teil muss jetzt da drauf gedrückt werden, indem wir es dann, ich werde es wieder hochnehmen und dann von oben drauf schlagen, bis es hier drin eingerastet ist. Und dann haben wir die erste Seite und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch, um so dann die Seitenkonstruktion in Betrieb zu nehmen. So, jetzt haben wir die einzelnen Komponenten zusammen. Also schlag die wirklich so weit rein, bis nicht mehr weitergeht, bis alles in Position ist. Das merkt ihr dann, wenn hier keine Luft mehr zwischen den einzelnen Komponenten ist und ihr merkt es, dass keine Gummidichtung mehr rausragt. So, und nun nehmen wir uns einen Schraubendreher, einen Akkuschrauber oder ne, einen Schraubendreher selber und dann schrauben wir die Schraube oder eine Schraube jeweils hier in die Seite hinein. Damit nämlich verschrauben wir jetzt diesen Part. Damit verschrauben wir nämlich jetzt den Part, sprich diese U-Profile miteinander. So, ansetzen. So, und zack. Das hält nämlich dann auch nochmal die einzelnen Komponenten mehr zusammen. Und lässt sie danach nicht mehr voneinander los. Denn das ist wichtig, nicht dass euch das dann irgendwann mal da plups wieder rausploppt. Ne? Also denkt dran, hier an der Seite und natürlich an der gegenüberliegenden Seite das gleich auch zu machen. Wir gehen ins Löchli, halten fest und ziehen so lange fest, bis es nicht mehr weitergeht.
Damit haben wir das systemisch dann zusammengesetzt und können in den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir das System zusammensetzen, indem wir dort an den Seiten unsere Haltemechanismen dran machen. Die Haltemechanismen selber werden dann nämlich in die Wand oder an die Wand gesetzt. Diese Schrauben selber sind sehr wichtig jetzt. Ich merke nämlich, wie sich das immer noch dann im Schluss in die Position setzt. Selbst wenn ihr mit dem Abstand es nicht so genau genommen habt. So. Also es fährt uns nämlich dann das System nochmal schön zusammen. Natürlich nicht übertreiben, denn dann würde nach einer Festziehen würde dann wieder das lockere nachkommen. Gut, jetzt. Hier ist unten jetzt, ich habe es ja einmal umgedreht. Und jetzt kommen hier unsere Kumpels, unsere Haltfreunde zum Einsatz. Jetzt brauchen wir den 13er Schlüssel, um das miteinander zu verbinden. Dazu gibt es einen Bolzen und eine Muddi dazu. So, die Muddi-Bolzen-Freunde hier. Ne, das sind Bolzen und eine Muddi. Wir achten jetzt darauf, dass wir diesen Part hier an die Seite anbringen, dass das L-Profil nach innen sich bewegt und werden nun die beiden Parts miteinander verschrauben. Das heißt, haltet die Muttis gegeneinander, den Bolzen in der Mitte, erstmal mit der Hand festdrehen, damit ihr merkt, dass es auch vernünftig gesetzt wird. Und wenn ihr dann in Position seid, dann nehmt ihr euch hier eine Schraube und einen Ratschenmaulschlüssel und zieht es fest. Und schon habt ihr auch die Halterung für das System verschraubt. Das ist jetzt auch wieder bei allen eigentlich identisch. Und das mache ich jetzt natürlich mit zwei Schrauben je Seite und dann haben wir hier eine gute Montage des kompletten Daches stattfinden lassen. So, und damit haben wir jetzt die Montage schon mal abgeschlossen. Ja, ihr seht hier die Seiten-U-Profil, hier ist die Halterung. Hier kommt es dann an die Wand, hier wäre die Wand. Natürlich alles umgekehrt, das liegt jetzt auf dem Kopf. Dann haben wir hier die Seitenprofile, dann haben wir das vordere kleine Profil, das kleinere. Und hinten haben wir das fettere mit dem Abstandshalter. So, alles ist zusammengeschraubt mit Hilfe der Schläge, die wir verteilt haben und der Schraube, die hier drin sitzt. Ne? Guck mal, ich muss das mal ein bisschen entdrücken. Ansonsten fällt mir gleich der Finger ab. So, und dann können wir jetzt gleich zur Montage übergehen. Das heißt also, dranhalten, in Waage halten, vier Bohrlöcher setzen, dann zwei Zehner Bohrungen auf jeder Seite und dies dann mit den Schwerlastankern an die Wand bekommen. Ja, also Glas ist bedeutend einfacher dran zu machen. Kunststoff ist halt sehr wackelig, deshalb ist etwas komplexer, etwas vorsichtiger müsst ihr vorgehen, aber es funktioniert und im Prinzip, wenn es einmal dran ist und verschraubt ist, dann bleibt es ja da. Und mir ist aufgefallen, bei diesem Teil hier, da ist ein bisschen nach innen laufend. Das heißt, die Schraube hat von der Kunststoffhalterung wohl ein wenig zu viel gefressen. Das sollte nicht sein. Am besten ist dort natürlich auch, dass diese Parts hier vorne und hinten aus Metall gefertigt sind. Aber na gut, ist schon okay. Und dann können wir da ein schönes Stückchen doch haben. So baut man demzufolge unser Vordach oder jeweils ein Vordach auf, weil die Vorgehensweise ist ungefähr gleich. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun, sun.